Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele haben es ja mitbekommen, ich war bei der Sendung Changing Rooms. Das Ganze lief ja ab, Leute, sag ich euch. Ja, mein Schlafzimmer wurde umgestaltet. Ich würde euch jetzt so gerne mal ein Vorher-Nachher zeigen. Also nehme ich euch mit zu meiner Roomtour. Auch hier bitte bedenkt, wenn ihr was im Fernsehen gesehen habt, der Dreh ist schon ziemlich lange her. Sodass sich doch vielleicht das ein oder andere schon verändert hat und ich zeig's euch. Okay, bevor ich es euch zeige, natürlich erstmal das Vorher. Und so schaut's jetzt aus. Also, man kommt hier rein. Hier sind die tapezierten Schränke und ja, mit diesem Oberbau. Ich habe zum Beispiel am Bett noch das Rückenteil angebaut. Es hat auch noch Füße, das wollte ich eigentlich auch noch machen. Habe ich aber noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja, die Lampe, die Decke und ja, was neu dazugekommen ist, ist definitiv dieser Schrank. Den habe ich wieder reingestellt, einfach weil ich nicht verkauft habe und er schon sehr, sehr praktisch ist. Ja, dann schauen wir mal hier weiter. Da hinten ist so ein bisschen meine Schmink- und Arbeitsecke. Also zumindest für YouTube und so. Ja, mein Job gehe ich da nicht nach. Das mache ich in der Küche, ne? Direkt am Essen, wie sich das gehört. Ja, das ist hier die Spiegelwand mit meiner Kommode. Da muss ich sagen, habe ich ein paar Teile verloren. Ich habe jetzt überlegt, die Türen auszutauschen. Weil man bleibt da doch hin und wieder mal hängen. Aber was das Praktischste ist, man kann einfach hier untersaugen. Es ist so, so cool, dass da nicht mehr alles so zustaubt. Ja, hier sind meine abgebrochenen Dinger. I'm so sorry. Ja, hier ist ein Sessel. Eigentlich war das mal so als Videoecke gedacht. Ich habe hier auch noch wieder ein Bild von mir aufgehangen. Ja, schaut so aus. Hier habe ich einen riesen Jackenchaos, bin ich ganz ehrlich, und mir ja meinen neuen Wäschekorb gekauft, der hier optimal reinpasst in die Ecke. Das war auch immer so nervig, sonst ging die Tür nicht auf. Ja. Und ja, so schaut es aus. Ihr könnt aber gerne eure Meinung sagen. Das habe ich auch tatsächlich als DIY von denen bekommen. Das haben die selber gebastelt. So ein Laptopkissen. Ich habe es tatsächlich noch nicht so oft benutzt, aber ich nehme es mir immer wieder vor. Achso, und der Stuhl ist tatsächlich auch selbstbezogen aus dem Stoff. Das finde ich auch ganz süß. Allerdings, am allerbesten gefällt mir tatsächlich diese Seite. Ja, könnt ihr mal eure Meinung zeigen. So schaut's aus. Ja, da meine Belichtung im Schlafzimmer doch relativ schlecht ist, verabschiede ich mich hier von euch. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich finde den Vor-Nach-Effekt einfach wow. Was ich auch richtig geil finde, ist, dass die Wände gemalt wurden, dass man nicht mehr diese schlimmen Tapeten hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.